Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute wird mal wieder kalt geräuchert, und zwar Tilsiter. Lecker. Tilsiter ist ja ein Käse, den man eigentlich überall gut bekommt. Den kriegt man beim Discounter schon in Scheiben geschnitten und so weiter. Ich habe jetzt mal richtig vom großen Stück im Käseshop gekauft. Bin da ganz gespannt drauf, ob der einen eigenen Geschmack hat, ein bisschen anders ist und besonders wie er geräuchert ist. Denn geräuchert habe ich Tilsiter noch nie, da ähnlich einem Gouda ist und sich Gouda super räuchern lässt, genau wie einem Butterkäse. Ne, diese typischen Schnittkäse sind alle super zu räuchern. Da bin ich gespannt drauf. Ja, beim Blick aufs Material haben wir hier eine Ablage für den Käse. In dem Fall ein Gatter, ist ja Winter, da kann nichts einschmilzen, kein Problem. Im Sommer müsst ihr da ein bisschen aufpassen, da vielleicht besser eine Schale nehmen, ne, damit der Käse nicht so ein bisschen in das Gitter reinschmilzt. Trockengelagerte Sägespäne, die werden nicht nass gemacht beim Kalträuchern, ne, sondern trocken eingedrückt und angezündet. Und meine gute alte Kalträucherspirale. Frisch sauber gemacht. Ich habe ein, zwei Löcher entdeckt, aber immer noch gut. Ich kann sie noch weiter benutzen. Mach die mal auch so einmal im Jahr richtig sauber, um zu prüfen, ob das Drahtgitter noch überall gut ist. Wenn ihr doch schon im Drahtgitter kaputte Löcher habt, tauscht sie vielleicht irgendwann mal aus. Gut, hier habe ich meinen dänischen Tilsiter schnittfest. Schöne Sache. Ich mache noch mal ein Stück ab. So, das Stück hier werde ich räuchern. Das hier noch zu meinem Essvorrat legen. Ganz wichtig ist ja, dass ihr euch immer ein Stück von dem Käse aufhebt, damit ihr hinterher eine Vergleichsprobe habt, ne? Ja, wirklich gut. Also Tilsiter mal am Stück vom Käseshop geholt. Schmeckt anders, als wenn ihr diese komischen fertigen Aufschnittscheiben irgendwo holt, wo auch Tilsiter draufsteht. Also es ist eine andere Qualität, das kann ich euch sagen. Hier seht ihr jetzt nochmal die Kalträucherspirale gefüllt. Hier an den Enden kann man die anzünden. Ich drehe das mal. Da sieht man sogar Öffnungen, wenn man will. Einige stellen ein Teelicht runter. Ich mache es mit so einem kleinen Brenner. Es reicht nicht, mit dem Feuerzeug kurz dran zu gehen. Ne, wenn ihr es noch nie gemacht habt, besorgt euch irgendwas, was länger eine Flamme macht. Ihr müsst dann eine Minute lang die Flamme drauf halten. Erst dann startet dieser Glimmvorgang. So, wird unser Käse geräuchert. So, liebe Freunde des kalten Räucherns, so sieht der Käse aus, wenn er dann nach der Nacht 12 Stunden Räuchern rausgenommen wird. Ne? Typische dunkle Gelbverfärbung, etwas härter geworden, Wasser verloren. Genauso muss das sein. Wenn er also so aussieht bei euch, habt ihr alles richtig gemacht. Wir schauen uns jetzt unseren Tilsiter mal genau an. Geräuchert, ungeräuchert. Relativ weich, deutlich härter. Ja, durchaus käsiger Geruch immer noch. Oh. Starke Rauchnote im Geruch. Also er hat definitiv den Rauch angenommen, unser Tilsiter. Ich habe ein paar Sachen hier zugelegt, die ihr unbedingt auch beachten solltet, wenn ihr den Käse nach dem Räuchern verkostet. Nehmt irgendwas dabei, was zum Beispiel super passt, ist Obst. Preiselbeeren, Cranberries, Heidelbeeren, Birne habe ich hier, ne, super. Nüsse, ich habe hier Pistazien und Walnüsse, natürlich ungesalzen, ne? Walnüsse sind die absoluten Käsenüsse zum Beispiel. Solche Sachen könnt ihr zum Verköstigen euch immer mit dazu nehmen. Da kriegt ihr so ein bisschen noch Geschmack und Nuancen ran.
Ich nehme jetzt noch einmal, um auf den Geschmack zu kommen, ein Stück von dem normalen Tilsit. Ein bisschen Walnuss. Lecker. Und jetzt den geräucherten. Boah. Das dauert 3-4 Sekunden, dann explodiert der Rauch im Mund. Oh, das muss ich mit der Birne probieren. Geräucherter Tilsiter mit Birne. Oh, ist das lecker. Also, Gesamtergebnis. Tilsiter ließ sich super räuchern. Ein Räuchergang über Nacht, eine Spirale, alles gut. Der hat super Rauch angenommen. Auch der Geruch ist extrem. Der Geschmack ist extrem, ist sehr stark geworden. Das ist jetzt gar nichts mehr, um es in dicken Scheiben aufs Brot zu legen. Sondern meiner Meinung nach muss man so einen jetzt wirklich schon scheibchenweise nehmen, mit Birne, mit Nüssen, einfach genießen. Das ist super. So, wir haben Käse kalt geräuchert, in dem Fall Tilsiter aus Dänemark. Hat super geklappt. Der hat den Rauch schön angenommen, ist nochmal richtig kräftig geworden. Also hier kann man wirklich sagen, ein schöner Tilsiter am Stück gekauft. In dem Fall vom Gouda Cast Shop, kann ich empfehlen, ist super geliefert worden. Schmeckt pur toll, geräuchert noch besser, also richtig verfeinert. Schöne Sache. Das war es dann auch wieder von mir. Wir sehen uns bei Bernd in seiner Kochecke beim Kalträuchern wieder.